Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Treffpunkt Freizeit. Die Schönheit von Käfern, sie ist das Thema einer Ausstellung des Wiggensbacher Künstlers Michael Speit. Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Arthur Schopenhauer. Was Professoren nicht können, schafft aber vielleicht ein Künstler. Von echten Käfern inspiriert, hat Michael Speit aus Wiggensbach in seiner Ausstellung ganz eigene Kreationen geschaffen. Ja, also hier in dieser Drehscheibe, in dieser Ausstellungshalle, die es circa 12 Jahre gibt, haben wir sonst hauptsächlich Ausstellungen von anderen Künstlern veranstaltet. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich ganz alleine eine Ausstellung mache, mit eigenen Werken nur. Das Thema Käfer kam, wir haben vor 12 Jahren oder vor 6 Jahren war es, diesen großen Keramikfrosch im Garten gemacht, diese begehbare Skulptur. Und seitdem beschäftige ich mich viel mit Insekten, Reptilien. Und diese Begeisterung sieht man den einzelnen Skulpturen an. Mit viel Liebe zum Detail arbeitete der Künstler fast 1,5 Jahre lang an dem Projekt. Für die knapp 60 Werke verwendete er dabei die unterschiedlichsten Materialien. So unterschiedlich wie die Werkstoffe sind auch die verwendeten Techniken. Unter anderem wagte sich der Künstler an die japanische Raku-Technik. Die Formgebung ist wie bei normaler Keramik. Es wird aus Ton ein Werkstück gearbeitet, in dem Fall ein Käfer. Der wird dann an einem Ofen in Gas, meistens im Freien, will die Sache qualmziemig, gebrannt und glühend mit einer Zange aus dem Ofen entnommen und in ein Blechgefäß oder ein Metallgefäß gegeben, das mit Sägespänen gefüllt ist. Da kommt dann der glühende Käfer rein, ein Deckel drauf und der Käfer glüht da drin weiter. Es gibt besondere Oberflächeneffekte. Doch für den Künstler ergab sich mit der japanischen Technik ein erheblicher Nachteil. Als ich dann diese Raku-Käfer gemacht habe, habe ich gesehen, ich kann nicht fein genug arbeiten, habe auch mit Porzellan gearbeitet. Das kann man nicht modellieren, das muss man schnitzen. Das fertige Resultat war immer problematisch, denn wenn man einen Keramikkäfer auf den Tisch stellt, dann etwas fester aufdutzt, dann sind die Beinchen weg. Von daher ist die Idee gekommen, die Käfer aus Metall zu machen. Einige Skulpturen springen dem Besucher sofort ins Auge. Hier wurden frei nach Kafka verschiedenste Käfer und Menschen miteinander verschmolzen. Ja, da gibt es den Herrn Franz Kafka und in der Literatur hat er die Verwandlung geschrieben. Morgens wacht der Gregor Samsa, der Protagonist von Franz Kafka, wacht auf und ist in ein entsetzliches Ungetüm, wie es wörtlich im Buch steht, verwandelt. Das ist ein Käfer. Dass Käfer keinesfalls entsetzliche Ungetüme sind, können Sie noch bis zum Herbst in Wiggensbach sehen. Michael Speit allerdings hat sich vorgenommen, sich fürs Erste nur noch um die lebenden Käfer zu kümmern. Und hier geht's jetzt mit den Treffpunkt-Infos weiter. Die Tourismuszahlen im Allgäu sind weiter angestiegen. Das teilt der Tourismusverband Allgäu-Bayerisch-Schwaben jetzt mit. Der Verband prüfte in einer Halbjahresbilanz die Gäste- und Übernachtungszahlen im Zeitraum zwischen Januar und Juni dieses Jahres. Im Allgäu stieg die Zahl der Übernachtungen demnach um knapp 4%. Die Zahl der Gästeankünfte erhöhte sich um 6,6% und liegt damit nun knapp über dem bayerischen Durchschnitt. Kempten ist eine der attraktivsten Einkaufsstädte Deutschlands. Das ist das Ergebnis einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung. Demnach liegt Kempten bundesweit auf Platz 9, weit vor Großstädten wie München, Berlin oder Düsseldorf. Die Studie listet auf, welche Sogwirkung eine Stadt auf ihre Umgebung ausweist. In Kempten kaufen demnach 80% mehr Menschen ein, als dort wohnen. 60.000 Menschen haben mittlerweile die Chagall-Ausstellung im Stadtmuseum Lindau besucht. Dieser Meilenstein wurde nach 128 Tagen Chagall-Ausstellung erreicht, was die Erwartungen der Verantwortlichen deutlich übertrifft. Seit April können die Bilder des Künstlers im Stadtmuseum Lindau besichtigt werden.
Aufgrund des großen Interesses wurde die Ausstellung nun auch um eine Woche verlängert. Sie ist jetzt noch bis zum 26. August geöffnet. Die Verantwortlichen der Altusrieder Freilichtbühne ziehen eine positive Bilanz aus der diesjährigen Saison. Rund 25.000 Besucher haben sich das Musical My Fair Lady angesehen. Aufgrund des unbeständigen Wetters in diesem Sommer sei der Verkauf an der Abendkasse aber eher schlecht verlaufen, so die Verantwortlichen. Das Stück rund um Eliza Doolittle ist mit über 1 Million Euro die bislang teuerste Produktion in Altusried gewesen. In den nächsten Tagen wird die Freilichtbühne für Open-Air-Konzerte genutzt. Der EC Oberstdorf hat die dritte Aufführung von Musicals on Ice 2 abgesagt. Die Show war für den 14. September geplant. Viele der beteiligten Eistänzer und Eiskunstläufer seien an diesem Tag jedoch nicht verfügbar, so die Veranstalter. Die meisten Teilnehmer seien mitten in den Vorbereitungen auf die nächste Saison und kommende Wettkämpfe. Die Show am 17. August findet wie geplant statt. Und auch für den kommenden Februar sind bereits weitere Aufführungen geplant. Rasante Motorradsprünge unterhalb der Königsschlösser gab es gestern in Schwangau zu bestaunen. Dort machte der Werbetross der Red Bull X-Fighters Tour Halt. Die weltweite Serie im Freestyle-Motocross macht am Wochenende in München Station. Eigentlich hätten auch die sogenannten Eröffnungssprünge dort stattfinden sollen. Die dortigen Kulissen erschienen den Machern aber als zu normal. Endlich Festwoche. Und RSA Radio und TV Allgäu Nachrichten sind wieder mit dabei. Besuchen Sie uns an der Medienbühne im Stadtpark. Freitag, 17. August bis Sonntag, 19. August. Unter anderem mit Glosermol, Akkufend, Total Digital, den Buddha-Brezen, Roman Lob, Trachten, Mundart, dem Allgäuer Brauhaus und. Das ganze Programm finden Sie auf www.tv-allgäu.de. Am Samstag bleibt es zwar vorerst noch bewölkt, im Laufe des Tages klärt es aber immer mehr auf. Mit Temperaturen um die 20 Grad ist es angenehm warm. Der Sonntag startet mit viel Sonnenschein und wenigen Wolken. Es wird mit maximal 25 Grad sommerlich. Gegen Abend muss man aber mit leichtem Regen rechnen. Die neue Woche startet vorerst zwar weiterhin schön und freundlich, im Laufe des Montags kann es aber zu Gewittern kommen. Am Dienstag geht das Sommerwetter dann wieder weiter, die Temperaturen steigen erneut bis auf 25 Grad. Bei nur leicht bewölktem Himmel kann man die Sonne wieder nahezu ungestört genießen. Der Mittwoch wird sogar noch etwas wärmer, nur gegen Abend können einzelne Regenschauer für Abkühlung sorgen. Ums Zuschauen und ums Mitmachen geht's bei den Reiterspielen in Nesselwang. Die finden jedes Jahr am Maria-Himmelfahrtsfeiertag statt. So auch heuer. In vollem Galopp geht's über die Hindernisse und ins Training für die 36. Nesselwanger Reiterspiele. Miriam Miller ist der Sportwart beim Reitverein Nesselwang. Die Vorbereitungen auf die Reiterspiele laufen derzeit auf Hochtouren. Von der Vorstandschaft raus hat man gesagt, wir müssen was machen, dass die Reiter, die nicht aufs Turnier können, starten sie können, dass die sich präsentieren können, sich gegenseitig im Wettkampf messen und das alles spielerisch. Es ist also spielerisch entstanden. Neben Sprungvorführungen wird auch für den Geschicklichkeitsteil trainiert. Dabei geht es um das Vertrauen zwischen Mensch und Pferd. Mit dabei auch die 9 Jahre alte Pia auf Wilma. Eine Altersbegrenzung gibt es keine. Der Geschicklichkeitsteil ist Teil des Turniers. Dieses Jahr gibt es was Neues bei den Nesselwanger Reiterspielen. Und zwar haben wir das Schauprogramm kombiniert mit einem Geschicklichkeitsturnier, das so gestaltet wird, dass wirklich jeder daran teilnehmen kann. Es geht ab 3-jährige Kinder können da mitmachen bei Vierzügelklassen. Und es gibt keinerlei Altersbeschränkung. Und die Prüfungen sind auch so, dass wirklich jeder damit machen kann. Also man muss jetzt nicht irgendwie eine besondere Ausbildung im Reiten gemacht haben. Seit rund 8 Wochen wird hier trainiert, was das Zeug hält. Eine Prüfung wird auch das Kostüm Pas de Deux. Jennifer hier mit der Deutschlandflagge im Bild und Uli mit der Brasilienflagge nehmen daran teil. Die Kür haben sie sich bereits ausgedacht. Jetzt wird geübt. Neben den Prüfungen gibt es dieses Jahr auch jede Menge Vorführungen, unter anderem Springreiten und klassische Dressur.
Ja, wir haben wieder die ungarische Post, die wir schon öfter gehabt haben. Das heißt, ein Reiter steht auf zwei Pferden und das geht dann im vollen Galopp über den Platz. Das ist immer eine große Attraktion. Doch damit die Männer auch etwas davon haben, hat sich der Reitverein etwas einfallen lassen. Jetzt in diesem Jahr haben wir einen Fahrwettbewerb kombiniert mit Oldtimer und Kutschen. Das heißt, ein Oldtimer startet, fährt einen Parcours mit gewissen Hindernissen und wenn der im Ziel ist, startet ein Gespann und die werden kombiniert gewertet. Zwar läuft noch nicht alles perfekt, aber bis dahin ist ja noch genügend Zeit, die letzten Fehler auszubügeln. Das war's für heute mit Treffpunkt Freizeit. Ihnen noch ein schönes Wochenende.